Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und hier ist unser Steinfeld alle. Was bedeutet, wir können hier eigentlich das ganze Setup abbauen. Und die Ressourcen von unserer neuen Schmelze da hinten einfordern. Ich mache das mal rasch, bevor wir uns dem eigentlichen Thema dieser Folge widmen. Und bis es soweit ist, könnt ihr euch überlegen, was es denn sein könnte. Und der Weg beginnt hier. In unserer kleinen, aber feinen Fabrikanlage, wo wir alle erdenklichen Arten von Gebäuden bauen. Und was wir hier effektiv bauen wollen, sind Kernreaktoren, denn es geht Richtung Urananreicherung und da müssen wir schauen, was wir da alles brauchen. Wir brauchen hier noch Dampfkessel, Zahnräder. Wird also wahrscheinlich eine Maschine nicht reichen. Ja. Da fehlt uns noch Quarz. Und dann werden wir auch Zentrifugen benötigen. Und wenn wir jetzt mal schauen, was uns fehlt, ist Beton und ich denke, ja, hier haben wir noch mehr Beton und Quarz. Und Beton können wir uns zumindest in kleinen Mengen von hier unten beschaffen. Hier. Haben wir eine Setup oder als Nebenprodukt von unserer Uranverarbeitung. Bekommen wir Beton raus. Alles, was wir hier machen müssen, ist eine passende Anliegerkiste. Es ist etwas. Und hier können wir vielleicht Lämpfe machen aus den Steinen. Wir könnten auch noch einen Lichtbogenofen anschließen für das restliche Eisenerz da mit verwenden, mit verschmilzt. Das war zumindest mal Beton, aber wir brauchen auch noch Quarz. Und das dürfte etwas schwerer hinzubekommen sein, denn Quarz
haben wir nur hier, wo wir das dann direkt mit reinbringen. Das heißt, wir müssen ein Logistiknetzwerk bis ganz da drüben legen und dann etwas in eine Kiste reinpacken. Und ich gehe davon aus, 10 Roboterhangare werden da nicht genügen. Aber ich setze das mal auf, so dass wir wenigstens etwas haben, das uns weiterbringt. Der erste Schritt Richtung Kernreaktoren ist Urananreicherung und dafür brauchen wir schon mal 10 Trifugen. Dass das Gefühl, dass ich da zu viele Roboter angefordert habe. Und die Urananreicherung, auch bekannt als Covarex-Anreicherung, liefert uns etwas mehr vom hellgrünen Uran als vom dunkelgrünen Uran. Allerdings müssen wir sicherstellen, dass wir genügend dunkelgrünes Uran haben, denn das brauchen wir für die Forschung. Aber machen wir doch ein Problem nach dem anderen. Typischerweise hier machen wir Ausgang, hier machen wir Eingang und hier machen wir Eingang. Und das machen wir mit Stack-Greifarm. Und hier machen wir einen Teiler, wo wir das Uran 235 direkt hier drauflegen so auf dieser Seite. Andere Seite. Damit haben wir beide Input-Materialien, die wir hier dafür brauchen. Hier kommen wir mit raus. Hier ein Untergrundband. Ist ein bisschen Spaghetti. Und hier nochmal ein Untergrundband. Nie eine gute Idee, das in der Tasche zu haben. Und dann machen wir das einfach hier dran, damit das wieder in die normale Verarbeitung geht. Und davon machen wir 2 Zentrifugen. Und dann machen wir dann effektiv die
Elemente. Fordern wir etwas Stahl an, denn das brauchen wir für die Elemente. So. Damit haben wir eine Zentrifuge bereits am Laufen. Und irgendwann, wenn wir lange genug warten, wird dann auch die zweite. Das bringen wir auch mit ans Logistiknetz. Dass wir hier maximale Verarbeitung rausbekommen, bevor wir das Ganze anfreichen. Der nächste Schritt, denke ich, dürfte dann sein, ein Kernkraftwerk zu designen. Denn ich habe zwar hier in meinem schlauen Buch eine Blaupause für ein 4 Kernreaktoren Kernkraftwerk, aber in Krastoria sind die Verhältnisse etwas anders. Das heißt, wir müssen da sowieso schauen, wie bekommen wir das am besten hin, so dass es optimal ist. Und vielleicht enden wir dann letztendlich mit einem Design, das besser ist als die ursprüngliche Blaupause. Aber dafür brauchen wir erstmal ein paar Wärmeleiter, ein paar Kernreaktoren. Bevor wir da überhaupt dran denken können, etwas zu designen. Wir haben nun 4 Kernreaktoren, so dass ich das Layout planen kann. Und in Krastoria sind die Verhältnisse etwas anders, denn ein Kernreaktor produziert 250 Megawatt an Energie statt nur 40. Dafür hat er nur 25% Nachbarschaftsbonus statt 100. Das bedeutet, dass wir mit 4 Reaktoren bekommen wir 1,5 Gigawatt. Wir brauchen dafür 30 Wärmetauscher und 150 Turbinen. Und das Wichtige hier ist, dass wir die Turbinen oder die Wärmetauscher möglichst nahe an den Reaktoren dran haben, damit die Wärme möglichst wenig verloren geht. Und die Befeuerung machen wir hier mittels Logistik.
Und dann wollen wir mal schauen. Weil wenn wir den Dampf haben, dann sollte es eigentlich nicht mehr so ein großes Problem sein, den irgendwo anders zu verarbeiten. Und wir brauchen eine ganze Menge hiervon. Wenn ich das so mache, und so, dann haben wir 4. Dann haben wir 42. Und dann müssen wir hier einfach schauen, dass wir den Dampf in Röhren packen. Werden wir dann etwas ein paar Dampfkessel dran haben, ein paar Lagertanks dran haben, so dass wir die Laufzeit von unserem Reaktor optimieren können. Das heißt, der soll nur laufen, wenn wir keinen Dampf haben. Und ich denke, die Dampfkessel oder die Lagertanks können wir hier in den Ecken hinmachen. Und dann außenrum werden wir die Dampfturbinen platzieren. Möglicherweise, ja, wir werden hier wahrscheinlich links und rechts in der Mitte oder auf allen 4 Seiten noch einen Roboport platzieren, sodass wir sicherstellen, dass die Logistik hier bis in die Mitte reinreicht. Und wenn wir den Strom anschauen, dann ist auch nötig, dass wir auf Kernenergie umsteigen. Denn momentan sind wir nicht mal am Forschen. Das meiste ist vollgelaufen. Das heißt, wir verbrauchen weniger Energie als normal. Drum werden wir nächstes Mal uns darum kümmern, wie wir den Kernreaktor an den Start bringen
Und ich denke, wir haben zumindest, ja, wir haben ein paar Kernbrennelemente, die wir verbrauchen können. Nun gut, das war's für diese Folge. Und nächste Folge werden wir uns um den Energiehunger kümmern.